Wir haben in Österreich und in Europa viele schwierige Monate hinter uns. Oft lähmende Monate, wo die Pandemie uns in Lockdowns gezwungen hat, wo wir aufeinander Acht gegeben haben, wo wir vielleicht einander misstraut haben, wo viele von uns allein gelassen geworden sind und wo einige wütend geworden sind. Heute am Europatag muss es damit aufhören. Europa, das ist der schönste, der reichste, auch der sicherste Kontinent der Welt. Wir müssen jetzt wieder miteinander ins Gespräch kommen. Abgerissene Gesprächsfäden wieder anknüpfen. Über die Grenzen hinweg, die Grenzen von Stadtteilen, von Bundesländern, von Staaten. Und wir müssen wieder gemeinsam anfangen, uns auf das zu besinnen, was Europa ausmacht. Solidarität, Zusammenarbeit, Toleranz füreinander und auch die innovative Kraft, aus Krisen zu lernen. Vom Europatag 2021 muss eine Welle von Mut in ganz Europa ausstrahlen. Europa, das ist Zukunft. Das muss die Botschaft des Tages sein. Und in diesem Sinne freue ich mich auf einen spannenden Europatag, gerade in Wien, in ganz Österreich, aber auch in ganz Europa.